Also wenn wir zuversichtlich sind, wenn wir Hoffnung haben, dann machen wir energetisch wie Löcher in diese Angstdecke, die gerade um diese Erde rumliegt, weil über dieser Angstdecke da ist ganz viel Gutes, also da ist Hoffnung, Zuversicht. Aber innerhalb dieser Angstdecke ist halt Angst. Und wenn wir positive Gefühle haben, dann machen wir in diese Decke Löcher rein, weil wir mit dem in Kontakt kommen, was über der Angst ist. Und ja, wenn das ganz viele Menschen machen, dann fordern wir ständig Löcher in diese Angstdecke. Und wenn wir selber Hoffnung und Zuversicht haben, können wir das anderen Menschen auch weitergeben. Und dann verbreiten wir Licht. Also Hoffnung ist Licht und Zuversicht ist auch Licht. Und das brauchen wir ja. So oder so. Und in dieser Zeit einfach halt auch noch viel mehr. Weil wenn wir hier durchhalten wollen, dann brauchen wir Licht. Und wir Menschen, wir müssen uns gemeinsam vernetzen. Dass wir uns mit Menschen, die gleich denken, gleich ausgerichtet sind, dass wir uns mit denen zusammenschließen. Wenn wir einfach alleine irgendwo sind, dann können wir das Licht viel schwerer halten. Aber wenn wir wissen, es gibt noch andere, dann sind wir so ein Netz. Und dann hilft uns das. Und wir können uns gegenseitig wieder aufbauen. Also, dass wir uns gegenseitig helfen. Wenn wir das nicht machen, wer soll es denn sonst machen? Weil die anderen, die sind ja in der Angst. Und Angst kann nicht aufbauen. Es sind sicher viele Seelen hier inkarniert, um mitzuhelfen. In dieser Zeit, aber auch für andere Zeiten. Und wir sind also darum nicht zufälligerweise hier. Und auch wenn viele Menschen unter Druck sind und diese Schwere da ist, dass wir einfach nicht vergessen dürfen, dass wir ja für etwas hier sind, dass unser Leben einen Sinn hat. Und auch wenn jeder halt aus anderen Gründen gekommen ist, auch nicht jeder, der hier ist, will Licht verbreiten, es gibt auch andere, aber die, die Licht verbreiten wollen, die haben ja ganz verschiedene Bereiche, wo sie inkarniert sind und wo sie helfen. Und ja, dieses Licht sollten wir auch in dieser Zeit halt bewahren. Und die Liebe ist ja immer da. Also wenn man halt einfach die physische Ebene anschaut, in der wir jetzt leben, dann ja, gibt es ja nicht wirklich viele Gründe, zum zuversichtlich zu sein, weil alles nur immer schlimmer wird. Aber wenn man eben die Dinge auch anschaut, die wir jetzt offiziell gar nicht sehen und die auch so in der Zeitung nicht stehen und die auch teilweise außerhalb von der Erde sind, wenn man die anschaut, dann kann man schon zuversichtlich sein, weil das halt eben eine Reinigung ist. Und die fängt halt oben an und geht dann so durch. Also durch die Ebenen. Und wir sind halt
also ganz unten. Und dann kommt es hier am letzten an. Und die unlichten Kräfte, die ihre Macht unbedingt behalten wollen, die machen halt immer mehr Druck auf die Menschen, die hier leben. Und auch schneller, je mehr halt auf anderen Ebenen auch aufgeräumt wird. Das ist halt das Einzige, was die dann tun können, weil die ja nur Kontrolle haben. Das ist halt eine große Erstverschlimmerung und die halt leider auch nicht vermeidbar ist, mit einfach weil das Bewusstsein hier auf der Erde so ist, wie es halt ist. Aber wir können schon zuversichtlich sein, weil auf vielen anderen Ebenen, da bessert sich das ja. Und wir, die hier ganz am Ende sind, wir sehen das dann halt auch zuletzt. Und vorher sehen wir einfach, dass es schlimmer wird. Aber das ist halt dann einfach in unserer Ebene. Und ja, darum kann man schon zuversichtlich sein. Aber das geht halt nur, wenn man über das hinaussehen kann. Ja. Ja. Also, dass wir auch bei uns zu Hause zum Beispiel, dass wir da einen Lichtpunkt oder eine Lichtoase machen, wo dieses ganz verrückte Zeug, das sonst in der Welt rumläuft, wo nicht bei uns zu Hause ist. Also wenn der Bundesrat neue Maßnahmen beschließt, dann denke ich mir immer, bei mir zu Hause sind die nicht. Die haben bei mir zu Hause nichts zu suchen. Das gibt es bei mir alles zu Hause gar nicht, was da in der Welt so los ist. Und gerade wenn man eine Arbeitsstelle hat, wo man mit diesen Dingen konfrontiert ist und wo man diesen Druck auch mehr spürt, dass man wenigstens außerhalb von der Arbeit einen Ort hat, wo all das nicht da ist. Dass man sich auch wieder erholen kann und einen Ausgleich hat. Also wir brauchen in dieser Zeit unbedingt einen Ausgleich. Halt was Zuversichtliches. Und am besten, also eben wenn wir entweder mit anderen Menschen zusammen sind, die gleich denken wie wir, oder halt einfach bei uns zu Hause, wo einfach diese Dinge halt nicht gelten. Also bei mir zumindest ist das so. Also Menschen, die ihren Halt in physischen Dingen haben, ob das jetzt ihre Arbeitsstelle ist, die Zahl auf ihrem Bankkonto oder sonst irgendwas, oder eine Vorstellung, wie die Gesellschaft ist, wie die Welt halt funktioniert. Wenn Menschen da ihren Halt haben, dann können sie nicht aufwachen, weil dieses Aufwachen sorgt ja dafür, dass sie dann merken, wie sehr wir überall, über alles belogen worden sind. Und dann müssen sie ja ihr physisches Weltbild verändern. Aber wenn sie ihren Halt in der physischen Welt haben, dann können sie dieses Weltbild nicht verändern, weil dann würde ja der Halt wegfallen. Und das ist für die Menschen halt was sehr
Lebensbedrohliches. Und weil ja jeder von uns leben will, vermeiden wir die Dinge, die halt, auch wenn sie sich nur so anfühlen, die lebensbedrohlich sind, die vermeiden wir dann. Und diese Menschen, die können dann also nicht aufwachen und wehren sich dann dagegen, dass die Welt halt anders, eigentlich anders ist. Also die sind dann auch nicht offen für so Dinge. Und wenn wir aufwachen wollen, dann muss unser Halt bei dem liegen, was wir wirklich sind. Bei unserer Seele, bei dem Licht, was wir sind. Und dann haben wir den Halt in uns selbst. Und dann können wir aufwachen und überleben das auch, wenn wir dann merken, ach so, die physische Welt, die war gar nicht so, wie wir dachten, dass sie ist. Und dann können wir auch das Selbstbild über uns selbst verändern. Weil wir können uns ja nur selber reflektieren und selber beobachten, wenn unser Halt bei unserer Seele liegt. Und sonst geht das ja nicht. Und es gibt ja ganz verschiedene Dinge, wo man uns was erzählt hat, was aber nicht stimmt. Und das mit dem Klimawandel, das ist eben eines von diesen Dingen. Also natürlich ändert sich das Klima, aber das hat nichts mit CO2 zu tun und das hat auch überhaupt nichts mit dem Menschen zu tun. Man sagt einfach CO2, weil man damit halt auch Geld verdienen kann und man halt auch die Menschen in eine bestimmte Richtung lenken möchte. Wir müssen natürlich auf die Natur schauen, aber wir brauchen keinen Klimaschutz. Die Erde hat auch ihren Rhythmus und dann verändert sich halt das Klima. Das hat nichts mit CO2 und der Menschheit zu tun. Und indem man halt sagt, dass es mit dem Menschen zu tun hat, mit CO2, dann sagt man, ja, ihr seid dafür verantwortlich. Und dann erzeugt man in den Menschen Schuldgefühle und dann werden sie so klein, bis die gar nicht mehr da sind. Und dann kommt ihnen gar nicht mehr in den Sinn, dass sie was Gutes in der Welt verändern können und dass sie andere inspirieren können. Das kommt ihnen dann nicht mehr in den Sinn und dann haben halt die Unlichten, einfach Menschen, die man halt dann so hin und her schieben kann. Also die dann keinen eigenen Willen haben. So. Und darum ist es ja wichtig, dass wir wissen, wie es wirklich aussieht. Also wenn man wissen will, was die Wahrheit ist und bei was man uns belügt, dann findet man diese Information nicht in den meisten Fernsehkanälen, auch nicht in Schulbüchern, dort schon gar nicht. Und auch nicht in den meisten Zeitungen oder im Radio. Da muss man selber suchen gehen und das gehört halt zum Aufwachen dazu. Weil in
dem System, in dem wir aktuell leben, das erzählt uns nicht die Wahrheit. Also müssen wir die selber suchen gehen. Und es gibt ja viele Statistiken und so, die zeigen nicht, wie es wirklich ist, sondern die zeigen einfach das Ergebnis, was dann vom Auftraggeber halt gewünscht ist. Aber das sagt man dann den Leuten nicht und dann wissen die das halt nicht. Also man muss wirklich bei ganz viel recherchieren, weil wir wurden wirklich bei allem und überall belogen. Ja. Aber das macht uns frei im Kopf, wenn wir das wissen. Dann lösen wir Manipulationen auf und kommen näher zu dem, wie es wirklich ist. Dann sind wir weniger manipulierbar. Und je bewusster wir über gewisse Dinge sind, desto weniger einfach kann man uns manipulieren. Und je unbewusster wir bei gewissen Dingen sind, desto einfacher. Also wenn wir die Wahrheit finden wollen, dann müssen wir auf unsere Intuition hören. Unser Verstand, der kann das nicht herausfinden. Zumindest nicht in der Gesellschaft, in der wir jetzt hier leben. Einfach weil so viele Dinge rumschwirren und ja. Und wie man halt herausfinden will, was die Wahrheit ist, dass man sich da halt genug Zeit nimmt, um das alles anzuschauen und die verschiedenen Meinungen darüber. Und wenn man dann ein großes Bild hat, dass man dann schaut, ja, was erscheint mir richtig, was fühlt sich richtig an. Aber das muss dann von der Intuition kommen, weil wir können auch was anschauen und denken, das fühlt sich richtig an. Und dieses Gefühl kommt aber nicht von der Intuition. Also da muss man schauen, woher das dann kommt. Ja.